Tachchen, an jeden, der eingeschaltet hat. Ich war so unten. Ich bin mit schwarzen Augenringen. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Herzlich willkommen zum neuen Maskenprojekt. Für die, die es sehen wollen, ist das Format natürlich nur für mich selber auch, damit ich weiß, was ich vertrage. Heute Morgen bin ich wirklich mit solch dicken Augen wach geworden. Und ich weiß, dass ich mit Pollen selber zu tun habe. Ist bei mir aber von Jahr zu Jahr auch total unterschiedlich. Also ich war heute wirklich sehr geschwollen. Es hat sich gelegt. Und jetzt dachte ich mir, eine Maske wäre das Perfekte überhaupt. Das, was ich euch sagen kann, ich habe mich jetzt dafür entschieden, hier so ein kleines Gläschen zu benutzen, damit ihr auch besser diesen Inhalt von den Masken sehen könnt. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man so eingefärbte Schüsselchen in die Kamera hält. Und dann habe ich mir hier tatsächlich noch von BH Cosmetics V4, nennt er sich, diesen Foundation Pinsel gekauft für 5,95 €, glaube ich, bei DM, um meine Masken aufzutragen. Also ich werde nicht als Make-up Foundation Pinsel benutzen, sondern wirklich für meine Masken. Ich hoffe, also ich finde es ja toll, wenn Kinder spielen, ne? Aber jetzt für den Bereich hoffe ich, dass es nicht zu laut wirkt. Ich habe ja selber welche. Auf jeden Fall wird die erste Wahl auf diese Isana Hydrogel Augenpads fallen. Die gibt es, glaube ich, nicht bei Rossmann. Ich weiß nicht, woher ich sie habe. Entweder hat sie mir mal jemand zugeschickt. Ablaufdatum ist 2021. Und das ist so ein Pad, was man sich auf die Lippen macht. Ich denke, das wäre das Schlauste, Augen und Lippen zu zeigen. Steht auch wieder Hydrogel Lip Mask. Brauche ich heute gar nicht das Glas. Oder ich mache weiter und nehme mir gleich noch eine dritte Maske. Kann sein. Also irgendwie habe ich Lust. Okay, ihr habt dann hier so ein Riesenpad. Hä, dann kann ich doch gar nicht mehr sprechen. Moment, ich muss es umgedreht machen. Ich benutze jetzt die Augenpads. Wenn ich mir jetzt die Lippe raufklebe, habt ihr bestimmt schon gemerkt und gedacht so, oh Gott, was tut sie jetzt? Werde ich die Augenpads mit der schwarzen spitze Optik von Rossmann benutzen. Jetzt fängt mein Kleiner hier auch an zu brüllen. Er kriegt eine Krise. Von der Aufmachung her, Balea hat genau die gleiche Plastikschachtel, wo ich ja bemängelt habe, dass auch so viel Plastik verwendet wird. Also ich lege mir auch hier wieder die dünne Seite an den Augenwinkel mit Papier und ziehe mir das Papier ab. Man soll es eigentlich vorher entfernen, aber ich ziehe das Papier immer erst ein bisschen später ab. Nee, komm, nochmal. Das hat keine Wirkung, wenn es da unten hängt. Also kurz und knapp unter den Wimpern. Ja gut, man erkennt die jetzt schon sehr gut. Die Einfärbung ist hier schwarz. In der Spitzenoptik ist natürlich ästhetisch ist anders, ne? Ich meine, mir ist es jetzt egal, aber von Balea die Augenpads empfand ich als logisch wertvoller, wenn es wirklich mal klingelt an der Tür und man dann eben nicht vorwarnend rausbrüllen muss. Achtung, ich sehe ein bisschen anders aus als sonst. Schön nah an den Augen. Ziehe mir das Papier ganz, ganz leicht wieder ab. Dann kommt man auch wirklich nicht in Berührung mit irgendwelchen Unterseiten, die dann schön antibakteriell wirken. Jo, von der Haltbarkeit, von der Haltbarkeit liegen sie schön geschmeidig am Gesicht, genau wie die anderen. Von der Aufmachung her fast identisch. Das wirkt seine 10 bis 15 Minuten, mir reicht das vollkommen aus.
Ich muss sagen, heute bei der Anwendung merke ich ein kleines Brennen. Denke ich aber, es ist eher darauf zurückzuführen, dass ich sehr lange in der Sonne gesessen habe und da natürlich die Haut so ein bisschen beansprucht ist von der Sonne. Genau, ich werde die Isana Young, die limitierte Edition Sweet Honey Maske für alle Hauttypen, mir heute raufpinseln. Dafür brauche ich dann nicht das Glas, sondern wirklich nur diese Kapsel und werde mir die dann Nasolabialfaltenbereich, Stirn, Hals ein bisschen mit auftragen. Ist jetzt ein gewagtes Experiment, dass ich drei verschiedene Masken ins Gesicht haue. Aber erstens komme ich sonst nicht vorwärts. Zweitens denke ich, habt ihr viel, viel mehr von, wenn ihr mehrere Masken seht, als immer nur eine. Und drittens sind das genau die Masken, die ich jetzt anwenden kann. Und dann zum Schluss Lippenmaske. Ah, okay, das sieht aus wie Pudding. Riecht nach Honig. Ihr könnt ja mal hier so ein bisschen reinlupen. Wirklich wie ein Pudding. Finde ich schon mal sehr gut, dass man hier wirklich direkt aus der Kapsel das Ganze auftragen kann. Aber definitiv stimmt der Geruch. Ich rieche Honig, so wie es versprochen wird. Pinsel mir jetzt hier mein Gesicht ein. Oh, ist aber auch eine schöne Konsistenz. Ich gehe sogar über die Augenbrauen heute mal. Augenlider mache ich auch. Oh doch, das ist sehr angenehm. Hat eher so eine dünnere Konsistenz. Das ist nicht so dick wie diese Totes Meer-Maske. Die war doch ein bisschen fest darauf zu pinseln. Und diese ist hier, man hat das Gefühl, hier ist megamäßig Feuchtigkeit drin, also viel mit Feuchtigkeit gearbeitet. Ich muss jetzt hier auch aufpassen, hier kann es auch zu Irritationen kommen wegen der Sonne, da ja auch meine Nasenwinkel immer sehr, sehr empfindlich sind, ebenso Nasolabialfalten. Und deswegen streiche ich mir das hier so rum. Augen- und Mundpartie aussparen. Ja, das mache ich ja in dem Sinne, dass ich unter den Augen schon meine Augenpads habe. Das Ganze wird bis zum Hals für mich runtergezogen, weil ich das immer sehr, sehr angenehm finde. Ich habe bei dieser Maske das Gefühl, dass sie wirklich unheimlich schnell einzieht. Also Mundpartie aussparen bedeutet ja Lippen freilassen. Deswegen wurschtel ich mich hier jetzt so rum und gebe mir das Ganze wirklich auch eine sehr ergiebige Kapsel. Könnte man auch wieder den Deckel zumachen und sich den Rest für eine weitere Anwendung aufheben. Mann, was quatschst du wieder? Ich muss sagen, die fühlt sich sehr angenehm an, bis jetzt. Mein prickelnderes Empfinden ist eher unter den Augenpads. Hier merke ich gerade wirklich gar nichts. Das ist wie eine ganz, ganz dünne Feuchtigkeitscreme. So viel habe ich jetzt hier noch drin. Ich werde es mir aufheben. Und das Gute ist, man kann sie wieder durch dieses Loch stecken in dieser Packung. Mit dem Deckel natürlich. Drückt das zu, kann sich hier vielleicht einen kleinen Tesafilm rummachen, dass das Ganze luftgeschützt ist. Der Aludeckel ist noch drüber, aber dann natürlich nicht so rumstellen, sondern so stehen lassen. So wisst ihr, dass da wirklich noch was drin ist und dann kann eure Maske nicht rauslaufen. Jo. Das Ganze lasse ich ebenfalls einwirken. Auch hier ist auch gut, um den Pinsel reinzustellen, obwohl ich es eigentlich für was anderes brauchen oder gebrauchen wollte. Und jetzt kommen wir zu diesem Lippenpad. Da brauche ich euch gar nichts erklären. Das ist ein ganz normales Lippenpad. Es ist nicht so feuchtigkeitsversifft, sage ich mal liebevoll, wie diese Augenpads, die immer in der Packung schwimmen. Dünne Plastikfolie. Spätestens jetzt muss ich leider meinen Mund halten, diese Maske raufsetzen.
Verstehe. Also ich habe von den Lippendings einen Pickel bekommen. Ich hatte doch hier an der Lippe. Nicht mehr. Also wenn du einen bekommen solltest, dann ein bisschen mehr ruhiger. Aber die Augenkette sind geil. Ja, super. Wie viel Uhr morgen? Ja, kannst du mit den 10? 12. Losfahren? Super. Aber kommt alles? Geh du mal weiter, Hennis. Hört man das von hier? Egal, ich komm rein. Lippenmaske. Ich weiß nicht, ob es an der Lippenmaske liegt, aber ich habe einen Pickel an der Lippe bekommen oben. Und die hat sich jetzt auch nicht besonders cool angefühlt. Also wenn ich mit einem Lippenpflegestift drüber gehe, dann hatte das schon einen besseren Effekt als diese Maske. Also war bei mir so, keine Ahnung. Augenpads, das war eigentlich gut. Hat sich gut angefühlt, ja. Aber ich fand die von Balea besser. Ich weiß nicht, hat sich besser angefühlt. Ja. Also beide sind gut, aber ich finde die von Balea halt noch besser, die sind auch teurer. Das ist Isana. Ja, da ist noch Balea. Die sind teurer. Nein. Die sind teurer. Wie viel kosten die denn? 1,99. Die von Balea kosten 4 Euro. Die, die ich meine. Nicht die. Es gibt von Balea noch welche, die kosten 4 Euro. Doch, die, ja, die kosten 4 Euro. Ja, ich geh duschen. Fertig. Ich habe die Masken entfernt, habe sie mir ganz normal mit dem Pflegetuch abgewischt, runtergeholt vom Gesicht. Zu allen drei Masken, die ich gerade probiert habe, kann ich bis jetzt zu dem Stand sagen, keine Hautirritation, kein Brennen, kein Kribbeln oder irgendwie, was meine Haut wehtun lässt, wo ich sage, oh, das ist jetzt aber schon ein unangenehmer Grad. Die Pads von Isana, bin ich der Meinung, können definitiv mithalten. Man sieht auch hier wieder ganz schön, dass es so ein bisschen glatter ist. Also die Struktur ist einfach glatter. Ich will jetzt nicht sagen frisch gespritzt, aber es ist glatter. Ich merke da ein Spannungsgefühl, ein angenehmes Spannungsgefühl, was mich immer so daran erinnert, dass es ein bisschen aufgeplustert wurde. Der Rest, wie gesagt, auch die Lippenmaske fand ich total schön. Eigentlich nur vom Optischen. Ich fand das total schön, dass es so durchsichtig durchguckt. Und vom Pflegeergebnis hatte ich schon das Gefühl, als ich die Maske abgemacht habe vom Mund, dass ich da auch so eine Sauerstoffreaktion erst danach bekommen habe. Nicht währenddessen, wo die Maske drauf lag, sondern erst als ich diese Silikon-Mundmaske abgezogen habe, habe ich gemerkt, da tut sich irgendwas. Auf jeden Fall ist das Gesicht gepflegt. Wichtig ist mir immer, dass ich ein bisschen sehe und ein bisschen für einen Wohlfühleffekt getan habe. Honigmaske auch sehr stark eingezogen in meinem Gesicht. Ging auch alles problemlos, unproblematisch runter, um Gottes Willen. Ja, und hier für mein Gesicht ab dieser Zone, auch mit dem Hals, ich habe nichts gemerkt. Während dieser 15-20 Minuten Einwirkzeit habe ich die Zeit genutzt, meine Augenbrauen so ein bisschen zu zupfen, da wo mal wieder immer so ein Haar wieder vergessen wurde von mir oder was schneller wächst als die anderen, habe ich mir die so ein bisschen in Form gezogen und habe die Zeit sinnvoll ausgenutzt. Das, was ich abdrehen möchte, falls es jemand nicht gesehen hat, diese Parfümtücher, die habe ich euch bei dem einen DM-Haul gezeigt. Da konnte ich sie aber nicht probieren, weil ich dieses Olivenöl noch auf den Haaren hatte. Und jetzt dachte ich mir, jetzt ist es mal soweit, ich werde mir ein Tuch schnappen, das ausprobieren und euch den Stand der Dinge erklären. Ist das angenehm vom Duft? Finde ich das schöner als Spray? Lohnt sich dieser Preis, der für mich ziemlich teuer war? 5 Euro noch was und ich habe sie runter reduziert gekauft für 2,95 Euro.
Genau, ich glaube auch eine Zuschauerin wollte das wissen in den Kommentaren. Von daher dürftet ihr das Video schon gesehen haben. Die Zuschauer, die jedes Video von mir gucken, die natürlich nicht alle Videos gucken, wissen damit hier, geht mal nochmal einen Sprung nach vorne. Irgendwo existiert dann dieses Video schon. Und ich sage Tschüss, Dankeschön fürs Zugucken. Bis bald. Ciao, ciao.